Hey Leute, willkommen zurück bei einem neuen Video von Giochi. Dieses Mal wieder mit einem kleinen Deck-Profile. Wird ja schon wieder weniger mit den Decks, die ich hier bastle. Deswegen wird es jetzt mal wieder Zeit. Ich habe ein bisschen in meinem Ordner rumgeguckt und in dem Ordner von einem sehr guten Freund. Habe den guten hier gefunden, das wieder aufleben. Und habe ein bisschen drüber nachgedacht und wollte mir unbedingt was damit bauen. Und rausgekommen ist jetzt ein kleines Flamwell, das ich euch ganz gerne mal präsentieren möchte. Wahrscheinlich in einer Variante, die ihr wahrscheinlich so noch gar nicht gesehen habt. Aber mal schauen. Anfangen tun wir erstmal mit dem Teil, der gar nicht mal so Flamwell ist. Nämlich erstmal mit drei Kaiussen. Die drei Kaiusse im Deck, Tributmonster, die einzigen, tun ihre Pflicht, removen hinten, machen nervige Monster weg, harmonieren wunderbar mit den drei Rykos, die ich jetzt direkt einfach mal dazulege, wie auch den drei Hamstern. Hamster, Ryko und Kaius, einfach neun Karten, die wunderbar miteinander harmonieren. Flip Hamster, Ryko kommt, wir flippen den Ryko, Ryko schießt irgendwas, Kaius kommt drüber. Wenn wir dann noch das Rekindling haben, wir millen drei Karten runter. Ziemlich gut, wird der Hamster angegriffen mit seinen 1-8, bleibt er halt auch mal liegen. Das Ganze, denke ich, kann man nicht so viel zu sagen, einfach mal ziemlich konstant. Und soll helfen, an den Ryko zu kommen, um eben gut zu millen. Dann kommen wir jetzt zur Flamwell Engine. Da haben wir dreimal den Feuerhund. Ich denke mal, da kommt man gar nicht drum vorbei. Zweimal den Magier mit 1-4. Der Haupttuner, sage ich einfach mal, um auf Level 8 zu kommen des Decks, wird vom Hund natürlich aus dem Deck geholt. Genauso wie vom Rekindling aus dem Friedhof. Zweimal den Flamwell Bogenschützen. Unser zweiter Tuner mit Level 3. Und auch natürlich 200 Verteidigung, aber auch dem ganz, ganz wichtigen Effekt, wenn wir ihn vom Feld opfern, könnten wir allen anderen Flamwell 800 ATK bis zur Endphase geben. Ziemlich, ziemlich wichtiger Effekt, wenn man mit dem Hund danach einen Stardust Dragon oder einen Bryonic oder irgendeinen Sechser oder was weiß ich was überrennen kann einfach und dann wieder den nächsten aus dem Deck holt. Ziemlich wichtig, um eben auch das Beatdown-Element weiter auszuüben, aber auch um auf 7 zu kommen. Oder andere Spielrenzen zu machen. Und ein Flamwell Fawn, auch ganz wichtig, wenn wir ihn setten können und ihn halt im Kampf überrennen lassen, suchen wir uns ein Monster mit 200 Def aus dem Deck auf die Hand. Sind natürlich alle Flamwells, aber auch die letzte Monsterkarte, die random gespielte Layla. Layla halt für den Fawn, ganz wichtig, aber auch gutes Monster, das mit dem das natürlich 3 mild. Für die gespielte Brigade noch ein Alternativziel ist und eben auch hilft, um Backrow wegzubekommen. Das war es soweit von den Monstern her. Sind sogar nur 9, 12, 15, 18 Monster. Ist gar nicht so wenig, wie man jetzt denken würde in einem Flamwell, weil ich habe halt mit dem Hamster, hole ich natürlich schnell die Rykos aus dem Deck, mill dann auch noch 3 mit dem Ryko, aber durch die drei Rekindlings, die wir natürlich auch spielen, also die wieder aufleben, recyceln wir natürlich immer wieder die Flamwells aus dem Friedhof, versuchen dann viele Monster aus dem Friedhof zu holen, denn das Rekindling sagt, Feuermonster mit 200 Def können aus dem Friedhof beschworen werden, so viele wie wir haben, und in der Endphase werden sie alle removed. Wir gucken natürlich, dass wir einen Fire Dog, dann vielleicht noch einen Mage und einen Fawn vielleicht noch, um eben auf 9 zu kommen, oder den Archer, um unseren Monstern ATK-Push zu geben, beschwören und dann halt entweder schon vorher oft auf 8 kommen mit dem Magier oder auf 7 oder vielleicht halt sogar auf 9, wenn wir einen Magier, einen Hund und einen Fawn haben. Absolute Schlüsselkarte des Decks, belebt uns alles aus dem Friedhof wieder. Dann zweimal Pot of Avarice, eigentlich klare Sache, wir millen ein bisschen was runter, beißt sich natürlich ein bisschen mit dem Rekindling, aber das Ganze harmoniert dann doch eigentlich ziemlich gut, weil man muss natürlich gucken, wenn man dieses Deck spielt, spielt man seine Karten nicht blind aus. Man versucht natürlich taktisch das zu spielen, was man gerade braucht. Wenn man keine Monster für die Pot of Avarice hat oder nicht die passenden, um Rekindling zu spielen, mischen wir sie halt wieder rein. Außerdem sind so die Rykos immer wieder recycelbar, was ziemlich wichtig ist, denn drei Rykos mit drei Hamstern, das sind drei Ziele für drei Hamster, das ist schon eigentlich ein bisschen wenig, denn wir millen wahrscheinlich ein, einer wird aus dem Deck gesucht und der Hamster, der muss halt gezogen werden. Zwei MSTs, um halt Backrows wegzuschießen, eine Brigade, ein schwarzes Loch, eine Mind Control, ein Monster Reborn und ein Book of Moon.
gerade Book of Moon hier in dem Deck auch absolut stark, genauso wie die Mind Control. Zum Book lässt sich sagen, dass ich eigentlich überlegt habe, sogar noch einen Enemy Controller zu spielen, um über Monster zu rennen mit dem Flamville Dog. Aber das hat sich vom Platz dann nicht so ganz machen lassen. Und deswegen bin ich nur beim Book of Moon geblieben. Sehr stark mit Hamster und Ryko und dem ganzen Gedöns. Natürlich die Mind Control ziemlich stark. Wir spielen viele Tuner, die auch gut aus dem Friedhof wieder belebbar sind. Also auf jeden Fall gegnerische Monster wegsynchron, das kann was. Dann kommen wir jetzt zum Trapliner. Das fangen wir an mit 3 7 Tools. Ich möchte natürlich immer, dass meine Aktionen durchkommen. Dass mein Rekindling nicht von einem Solo Morning geblockt wird. Dass meine Monster vielleicht, wenn ich erst angreifen möchte mit dem Hund, nicht in eine Mirror Force oder ein Prison Ren und so weiter und so fort. Und ich hoffe einfach mal, dass die 3 7 Tools die richtige Entscheidung waren. Bisher haben sie mich nicht enttäuscht. Ich habe auch über 3 Dust Tornadoes nachgedacht, aber die 7 Tools einfach dadurch, dass sie auch Solemn Warnings und Judgment einfach mal auskontern können, schon ziemlich stark. Dann 2 Solemn Warnings, unerlässlich, muss man nicht viel zu erzählen. 2 BTHs. Ich persönlich sehe sie aus immer mehr Decks fliegen und verbannt werden, aber ich halte immer noch recht viel von BTH, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist eine der ersten Karten, wo ich echt drüber nachdenke, dass man sie vielleicht mal nicht spielen muss. Aber BTH, immer noch eine super Schutzkarte, sorgt im Endeffekt dafür, große Monster zu entsorgen. Und da wir selber mit Flamville Fire Dog und Konsorten immer viele Extreme spielen, immer sehr, sehr viel ATK oder Death haben, müssen wir halt natürlich nur dafür sorgen, dass größere Monster hops gehen. Also BTH, ganz gute Wahl. Dann eine Mirror Force, ein Solemn Judgment und der Ruf der Gejagten, auch ziemlich gut in dem Deck. Da wir natürlich versuchen, alles über den Friedhof zu machen, kommt ja eigentlich auch echt nicht übel. Das war's soweit erstmal zum Main. Im Extra-Deck müssen wir dann natürlich ein bisschen, das Ganze auf eben diesen Flamville-Bild zuschneiden. Sprich, wir brauchen viele Achter. Wir brauchen nicht so viele Sechser, nicht so viele Siebener. Auch wenn wir mit dem Archer natürlich ganz gut auf Sieben kommen. Aber das ist natürlich immer nur die letzte Variante. Deswegen haben wir einen Trishula. Auch nur einen in diesem Deck, weil mit dem Flamville Fawn kommt man auf 9. Man könnte sich einen zweiten und einen dritten wirklich überlegen, aber man müsste den Fawn dafür überhaupt erstmal im Dings haben. Im Extra Deck, genau so heißt es. Man müsste den Fawn dafür überhaupt erstmal. Nein, den Trishula, so, kurz verplappert. Man müsste den Trishula erstmal im Extra Deck haben und den Fawn überhaupt schon im Friedhof. Und das passiert gar nicht so häufig. Deswegen ein Trishula reicht absolut. 2 Sternenstaubdrachen, absolut unerlässlich. Wir wollen natürlich, dass unsere Monster erst Schaden machen und dann wir mit dem Stardust immer wieder Schutz haben, Feld aufbauen und das alles in Ruhe durchkommt. Stardust nervt den Gegner unendlich. Im Prinzip kommt er einfach über eine Karte raus. Wir bringen den Fire Dog. Fire Dog überrennt mit seinen 1-9 irgendwas. Wir haben einen Stardust. Stardust Dragon einfach schon mal eine ziemliche Garantie, dass wir Vorteile erwirtschaften können und meistens bleibt er auch einfach mal eine Runde liegen. Und dann haben wir in der nächsten Runde einfach genug Zeit, um unser Spiel wieder aufzuziehen. 2 Schrottdrachen. Auch sehr wichtig in dem Deck, einfach als Level 8er, überrennt Stardust Dragon, kann natürlich schießen, Vorteile erwirtschaften, muss ich denke ich nicht so viel zu sagen, jeder weiß wie stark Schrottdach ist. Ein Colossal Fighter und ein Thought Ruler Archfiend, einfach als Varianten für Level 8. Colossal Fighter natürlich ziemlich gut gegen alles was Warrior spielt und da ich selber noch einen Armory Arm spiele, um mit dem Flamville Fawn und mit dem Archer eventuell mal auf 8 zu kommen, kann man halt die Colossal Armory Arm Combo einfach mal ziemlich gut ansetzen, was ich auch nur empfehlen kann, die beiden Karten ziemlich stark. Zudem hier muss man nicht so viel zu sagen, habe ich irgendwann ganz am Anfang meine Card-Discussion zugeführt, warum ich ihn gut finde, ich würde ihn immer wenn Platz ist, Thought Ruler Archfiend einfach rein. Kann man nichts mit falsch machen. Dann als Siebener haben wir 2 Black Rose Dragons, nicht unerlässlich, aber wir haben den Platz einfach. Und deswegen 2 Black Rose auf jeden Fall nie die falsche Entscheidung. Und jetzt zu einer Karte, die ich in diesem Extra-Deck unbedingt spielen würde, nämlich eine Ancient Flamville Deity. Sagt aus, dass sie erstmal ein 7-Sterne-Synchro ist und einen Fire-Tuner und einen Non-Tuner vom Typ Pyro braucht, sprich Flamville intern. Der gute Mann sagt, wenn wir ihn beschwören, können wir so viele Karten aus dem gegnerischen Friedhof removen, wie der Gegner Handkarten hat.
man muss sich jetzt mal klar machen, was das für ein starker Effekt eigentlich ist. Gerade im aktuellen Format, Plant sehen wir sehr oft, Saber sieht man ab und zu, Gravekeeper bringt jetzt nicht ganz so viel, dann wir haben halt wirklich echt gute Decks, die man damit einfach hochnehmen kann. Wir removen die Ziele für Gravekeeper Stele, wir removen die Plant, die Bulb, den Dandelion, was auch immer, wir removen dem Saber einfach seine Dark Souls. Und Baumfrösche natürlich, wie hier von hinten gerade reingestänkert wird. Ziemlich gut. 2-5 ATK und wichtig, wir können ihn auch aufs Feld bringen und mit dem Archer pushen. Darf man nicht vergessen. Dadurch wird er ganz schnell zum 3300er Beatstick. Ansonsten geht das jetzt einfach weiter mit den restlichen Standard-Synchros. Einem Gaia Knight, einem Bryonek, einem Katastor und zu guter Letzt dem Magical Android, der am Ende für Tech Genus Hyper Librarian, sobald er dann bald rauskommt, gekickt wird. Das soweit zum Extra-Deck. Zeit habe ich mir noch keins dafür überlegt. Es ist einfach mit den Standard-Zeitkarten voll. Und ja, ich hoffe erstmal, dass euch das ganze Deck hier so gefallen hat, dass ihr vielleicht gesehen habt, wie man Flamwell bauen kann, dass Flamwell sehr wohl was kann. Ich bin bisher recht gut mit dem Deck gegangen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher. Die Spielweise des Decks ziemlich aggressiv. Das gefällt mir ehrlich gesagt am meisten an dem Deck. Ich habe heute erst damit ein bisschen getestet. In einer Hobbyliga habe gegen einen Samurai gespielt, für das ich viel zu offensiv war. Habe gegen ein bisschen anderen Krams gespielt, gegen einen Blackwing und andere Metadecks. Lief ziemlich gut, auch gegen einen Plant dabei. Man ist halt sehr aggressiv mit dem Deck. Man ist manchmal sogar zu aggressiv mit dem Deck. Wenn man mit dem Fire Dog einfach angreift, zwar nur ein Monster im Kampf überrennt, aber der Gegner weiß halt ganz genau so, uff, was da jetzt kommen kann, das ist schon ziemlich böse. Im Endeffekt muss der Fire Dog nur durchkommen und man hat schon wieder Synchro-Optionen bis ins Unendliche. In diesem Sinne hoffe ich einfach, dass euch das Ganze gefallen hat, dass es euch zeigt, mit Flamwell kann man sehr wohl was anstellen. Oft belächelt die Engine, man sieht sie immer so ein bisschen hinter den Tops, finde ich. Auf so YCS und Nationals und all so ein Krams. Manchmal auch weit vorne. Es ist in Amerika gar nicht so selten, dass Flamwell Sworn oder Flamwell Builds in die Tops kommen. Das ist auch kürzlich erst passiert. Immer mal eins so dabei. Und ja, es muss ja einen Grund haben, ne? In diesem Sinne, wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich über den hier. Der Daumen nach oben. Und Meinungen, Wünsche, Kritiken zum Deck, zum nächsten Deck, was ich vorstellen soll und so weiter und so fort, bitte wie immer in die Comments. Und seid beim nächsten Mal bitte wieder dabei.